Der Deutsche Gründerpreis für Schüler war für mich einer der Momente in Sachen Unternehmertum, Selbstständigkeit und diesem gesamten Oberthema Entrepreneurship, weswegen ich dir diesen heute genauer erklären möchte. Jeder würde lügen, wenn er sagt, er ist nicht aufgeregt, aber wir sehen es als Chance, jetzt uns vorzustellen, wie wir sind, was wir können und natürlich unsere Idee, also wenn nicht jetzt, wann dann? Ich teile das Video in 4 Teile. Im ersten Teil soll es darum gehen, was das Ganze überhaupt ist. In Teil 2 geht es um meine persönlichen Erfahrungen, warum habe ich mitgemacht und was war unser Erfolg. In Teil 3 geht es dann darum, was beim Deutschen Gründerpreis gemacht werden muss, denn ich kann dir sagen, das ist einiges. Und in Teil 4 sage ich dir, warum du mitmachen solltest oder warum du vielleicht nicht mitmachen solltest. Da fangen wir damit an, was der Deutsche Gründerpreis für Schüler überhaupt ist. Der Deutsche Gründerpreis für Schüler ist das bundesweit größte Existenzgründerplanspiel und bezieht sich, wie der Name schon verrät, wirklich auf Schüler ab der 9. Klasse, wo du ein eigenes Unternehmen fiktiv gründest. Das bedeutet, du musst kein eigenes Geld investieren. Keine Sorge, das Ganze ist ohne Risiko. Im ersten Schritt läuft das Ganze natürlich über die Schule, geht dann aber meistens zur Sparkasse deines Kreises, deiner Stadt oder whatever, die das Ganze meistens übernehmen, denn die sind einer der 4 Hauptsponsoren des gesamten Preises. Das Ziel des Preises ist natürlich einfach mal Unternehmerluft zu schnuppern. Das bedeutet, was gibt es für Aufgaben, wenn man sich selbstständig machen muss? Was gibt es für Drucksachen? Vielleicht muss man auf bestimmte Dinge genauer achten und einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, damit wir auch in der Zukunft immer wieder neue Gründer haben, die wir ja so dringend brauchen. Kommen wir aber zu meiner Geschichte. Warum habe ich mitgemacht und was war unser Teamerfolg? Ich persönlich habe direkt 2-mal teilgenommen. 2015, da lief das Ganze über eine schulische AG. Wir mussten uns für einen entscheiden. Ich habe mich für den Gründerpreis entschieden und habe das auch nicht bereut. Aber viel gemacht haben wir da jetzt nicht. Wir haben so gemacht, dass wir eine gute Note bekommen haben, aber jetzt nicht irgendwie mit exorbitantem Aufwand, wo wir sagen, okay, wir versuchen in Deutschland irgendwie weit zu kommen. 2016 habe ich das Ganze dann aus intrinsischer Motivation während den Abi-Klausuren gemacht, einfach weil ich mich sehr stark für das Thema Selbstständigkeit interessiere, weitere Erfahrungen sammeln wollte und auch das Gefühl hatte, da geht noch deutlich mehr und du kannst deutlich weiterkommen, als 2015 der Fall war. Also haben wir 2016 ein neues Team aufgebaut, haben das Unternehmen fiktiv Biosphere gegründet und sind insgesamt in ganz Deutschland von rund 1000 Teams auf Platz 6 gekommen. Unsere Geschäftsidee, die wir mit Biosphere einfach verbunden haben, war ein Abdeckungs- und Beleuchtungssystem für Aquarien, die wirklich für die Wasserbewohner eine perfekte Biosphäre darstellen sollte. Das bedeutet wirklich Tag-Nacht-Zyklus, verschiedene LEDs in verschiedenen Bereichen. Ihr müsst natürlich bedenken, in den letzten 6 Jahren hat sich natürlich vieles entwickelt, also was damals vielleicht noch nicht so der Fall war, gibt es heute vielleicht schon, aber wir damals hatten die Idee, das wirklich zu optimieren für Aquarien. Und unsere Ausarbeitung haben eben einer Jury so gut gefallen, dass wir in Remscheid auf Platz 1 gekommen sind, in NRW auf Platz 4 und in Deutschland insgesamt auf Platz 6. Kommen wir jetzt aber zum eigentlich wichtigsten Punkt, und zwar Punkt 3. Was muss man denn beim Deutschen Gründerpreis für Schüler genau machen? Die erste und wichtigste Aufgabe ist natürlich, dein eigenes Produkt zu überlegen. Das bedeutet, du musst schon so ein bisschen kreativ sein, das muss nicht unbedingt hundertprozentig immer super was Neues sein. Wir persönlich hatten eben unsere Aquariumsabdeckung eben, die diese Biosphäre darstellen soll, wodurch sich die Lebensbewohner im Wasser eben noch deutlich wohler fühlen sollen, als sie es vielleicht vorher schon getan haben. Darüber hinaus musst du dir einen Coach und einen Unternehmenspartner suchen. Der Coach ist meistens ein Lehrer von deiner Schule, das ist also das geringste Problem. Ein Unternehmenspartner muss wirklich aus einem Unternehmen kommen und das ist eine Person, die dir optimalerweise wirklich manchmal mit Rat und Tat zur Seite steht. Wir hatten in beiden Jahren die gleiche Person, eine unfassbar liebe Dame von der Galeria Kaufhof, die uns so unfassbar doll geholfen hat, wo wir mehr als einmal waren, mit der wir gesprochen haben, die uns Tipps gegeben hat, was wir verbessern können und die super war. Ein Unternehmensparty, der sich wirklich Zeit dafür nimmt, zu helfen, Tipps zu geben und auch mal zu schauen, wie könnte man vielleicht jetzt nochmal dreimal um die Ecke denken, ist wirklich Gold wert und man sollte auf keinen Fall irgendwie Zeit damit verschwenden, vielleicht ein bisschen weniger zu suchen, aber wir nehmen die einfache Wahl, nein, schaut, dass ihr die richtige Person findet. Und dann gibt es da noch die eigentliche Aufgabe und da lautet es jetzt, deinen eigenen Businessplan für dein eigenes Produkt zu erstellen. Insgesamt hast du hier 9 Aufgaben. Aufgabe 1 bis 8 sind die Grundlage und gehen in die verschiedenen Bereiche. Unternehmensform, Unternehmenskultur, Marketing, Vertrieb, Finanzplanung, Produkt allgemein. Alles, was man in einem Businessplan wirklich haben muss, musst du hier bereits ausarbeiten. Du bekommst dafür keine separaten großen Punkte. Du bekommst einfach nur Punkte, wenn du was eingetragen hast. Das ist aber die Grundlage dann für Aufgabe 9. In Aufgabe 9 geht es nämlich jetzt um euren kompletten Geschäftsplan. Das bedeutet, Baustein 1 bis 8 waren die Grundlage für genau das. Denn jetzt wird jeder einzelne Themenbereich abgefragt und ihr müsst prägnant, möglichst auf einer Seite pro Baustein, genau das erklären, was euer Unternehmen ausmacht,
wie ihr es geplant habt, warum ihr es geplant habt und was so besonders daran ist. Ihr müsst hier wirklich ganz klar sagen, was los ist und das wirklich einfach und konkret. Denn wenn du plötzlich mal 3 oder 4 Seiten pro Baustein hast, dann werden dir Punkte abgezogen, weil du nicht konkret geworden bist, weil du geredet hast, aber nichts ausgesagt hast. Es benötigt hier also eine 100%ige Fokussierung auf das Wesentliche und Wichtige, damit du wirklich die Kernpunkte deines Geschäftes ausarbeitest. Hierbei hast du auch einige Excel-Tabellen, die du berechnen musst, also eine Liquiditätsplanung, einmal die Umsatzerlösplanung. Du brauchst aber auch eine Break-Even-Analyse, was brauchst du an Kapital und so weiter. Du hast also hier eine Riesenaufgabe. Alleine schon an die Finanzen. Du brauchst eine Homepage, du brauchst eine Pressemitteilung, wie gesagt Marketing, du brauchst eine Werbeanzeige und noch so vieles mehr. Alles, um im Endeffekt in Aufgabe 9 dazustehen und das perfekte Unternehmen gegründet zu haben. Und mit etwas Glück hat dein Unternehmen vielleicht der Jury so gut gefallen, dass du unter die Top 10 kommst. Und dann wirst du nach Gruna und Jahr nach Hamburg eingeladen, wo dann wirklich die Platz 10 bis 1 nochmal geehrt werden und du dann deinen Pokal bekommst, samt kleinen Preis auch noch. Warum sollte man meiner Meinung nach also beim Deutschen Gründerpreis für Schüler teilnehmen? Meiner Meinung nach ist der Gründerpreis die perfekte Möglichkeit, bereits in der Schule zu sehen. Interessiere ich mich für Unternehmertum? Habe ich vielleicht die Vision, mich mal selbstständig zu machen und wie ist das Ganze wirklich? Meistens sieht man ja im Fernsehen oder auf YouTube immer nur die Erfolgsgeschichten aller Jeff Bezos, Elon Musk und wie sie nicht alle heißen, aber was bedeutet es, einfach mal dahinter zu schauen, das Ganze wirklich auch durchzustehen, diese ganzen Aufgaben, die man hat, das bekommst du bereits beim Deutschen Gründerpreis für Schüler sehr gut einfach gezeigt. Solltest du also grundsätzliches Interesse am Thema Gründen haben, dann frag doch einfach mal deine Klassenlehrerin bzw. deinen Klassenlehrer und sollte vielleicht deine Schule da noch nie teilgenommen haben, fragt vielleicht mal bei der Sparkasse. Es wird dort immer Wege geben, wie du daran teilnehmen kannst. Wie gesagt, bei uns war das Ganze auch komplett beim zweiten Mal auf intrinsischer Motivation, ohne dass direkt die Schule was damit zu tun hatte. Für mich war das persönlich eine unfassbar prägende Erfahrung und ich hätte super gerne noch ein drittes Mal teilgenommen. Leider war ich dann jedoch mit dem Abitur durch und ich konnte nicht nochmal teilnehmen, weil ja, dann war ich Student, ist aber für Schüler, geht halt schlecht. Solltest du weitere Fragen zum Deutschen Gründerpreis für Schüler haben, dann stell die gerne unten in den Kommentaren. Und schau dir jetzt das Video zum Thema Selbstständigkeit an, warum ich mich selbstständig machen möchte.